Hallo und willkommen zu einer neuen Ersatzbank. Ich wollte irgendeinen Spruch dafür machen, dass wir länger nicht reingewählt wurden und deswegen länger auf der Ersatzbank saßen. Nee, es war andersrum. Wir haben richtig viel Sport gemacht und jetzt haben wir wieder unser Sportzeug vergessen. Ich habe Ring Fit gespielt. Ich mache nie Sport. Ihr habt so viel Sport gemacht, ihr würdet es mir nicht glauben. Wir haben uns ewig nicht gesehen, Jungs. Wir sind jetzt auf der Ersatzbank mal wieder. Ja, ich habe mein Sportzeug auch nicht mitgenommen. Auf jeden Fall reden wir über Spiele, die wir gekauft und nie gespielt haben. Ähnlich wie die Vereine, die uns angeheuert haben. Die haben uns gekauft und wir haben nie gespielt. Daher auch die Ersatzbank, so schließt sich der Kreis quasi. Auf jeden Fall, ich meine, das ist eine Sache, die jedem vorkommt, der ein paar Spiele gekauft hat. Man kauft irgendwann neigt man zu, dass man welche kauft und denkt sich, ja, das werde ich bestimmt irgendwann spielen und die Monate ziehen ins Land, die Jahre ziehen ins Land und es passiert einfach nicht. Man hin und wieder blickt man in Richtung und denkt sich, ja, das wollte ich irgendwann mal spielen. Denkt man sich, ja, irgendwann werde ich das machen. Und darüber reden wir. Okay. Spiele, die ich gekauft und nie gespielt habe. Ich habe davon gefühlt Hunderte. Und ich habe wahrscheinlich nicht nur gefühlt Hunderte, sondern wirklich Hunderte. Aber ich habe mich auf die beschränkt, die ich halt eigentlich wirklich unbedingt spielen will. Und wo ich eigentlich seit Jahren sage, ich will sie unbedingt spielen. Und ein Spiel davon ist Lords of the Fallen. Das Spiel kennst du, Moggy. Du hast es, glaube ich, durchgespielt, ne? Lords of the Fallen ist von denen, die danach das Surge gemacht haben. Es war quasi der erste prominente Dark Souls-Klon. Genau, es war so der erste prominente Dark Souls-Klon von sogar deutschen Entwicklern, glaube ich. Ich habe es in Videos mal gesehen und Leute meinten immer, wie shit das Spiel ist. Da habe ich es bei dir in meinem Stream gesehen und meintest, es ist okay. Und dann dachte ich mir, okay, es ist 5 Euro im Steam, ich kaufe es mir und dann will ich es auch mal spielen und streamen. Und das, glaube ich, war vor 2 Jahren. Es war am 26. September 2017. Was? Okay. Also ich bin schon seit ein paar Tagen dran, dass ich spielen will und ich habe es bis heute noch nicht getan. Ich habe es, glaube ich, 2 oder 3 Mal installiert und deinstalliert und ich habe eine Spielzeit von 1 Minute, also habe ich es mindestens einmal gestartet, aber ich habe es nicht gespielt, also zählt es nicht. Und ich weiß nicht wieso, ja, irgendwie ewig kann ich nicht durchdrehen, um mir zu sagen, ja, heute spiele ich Lords of the Fallen. Weil wenn ich Lust auf Dark Souls habe, spiele ich dann einfach Dark Souls und nicht Lords of the Fallen. Das letzte Mal, als wir übrigens, oder ihr, über solche Spiele geredet habt, die ihr nie gespielt habt oder mal spielen wollt, hat es Moggys Karriere verändert. Wollte ich nur noch kurz sagen. Vielleicht treffen wir heute wieder auf ein, zwei Reihen oder Spiele, die dann plötzlich gespielt werden. Es ist keine neue Reihe für mich dabei, aber lass mich kurz eine Sache zu Lords of the Fallen. Ich als jemand, der es tatsächlich durchgespielt hat vor ein paar Jahren, sagen. Es gilt als ein sehr schlechtes Spiel. Ich denke nicht, dass es ein gutes Spiel ist. Es ist maximal 8 Stunden lang vom Umfang her. Ich denke, es ist komplett durchschnittlich in jeder Hinsicht. Nicht unbedingt unterdurchschnittlich, aber es war auch noch nicht sonderlich gut. Und es war nicht unbedingt spaßig. Vor allem am Ende muss man super viel einfach durch die Gebiete rennen. Und es ist kurz und verhältnismäßig schmerzlos. Aber ja, es ist... Ich habe es mir tatsächlich auch in einem Sale gekauft auf der PS4 für, ich glaube, 3,50 €. Alter, hast du ja noch größeren Schnapper gemacht als ich. Ich meine, ich habe es für 5 Euro gekauft. Ja, ich meine, man kann es mal gespielt haben. Man kann es aber auch nicht gespielt haben. Ich bin aber bereit für Lords of the Fallen 2. Das soll quasi ein Bloodborne-Klon werden. Die machen Nachfolger davon. Oh, yeah. Dann spielst du vielleicht den ersten Teil mal. Oh, ja, dann muss ich ja den ersten Teil spielen, sonst verstehe ich Teil 2 ja nicht. Sonst verstehst du die Story nicht. Warum sind die Lords gefallen? Mein erstes Spiel, was ich gekauft habe, aber nie gespielt habe, ist Spyro. Und zwar die Spyro Remastered Collection. Reignited Trilogy. Genau. Ich wollte gerade suchen, aber ich habe es gerade nicht gefunden. Ja, die habe ich mir geholt und wollte die unbedingt spielen, weil ich die alten Teile auch nie gespielt habe und ich das unbedingt mal nachholen wollte. Ja, jetzt habe ich die Collection jetzt auch schon seit 2 Jahren. Ne, nicht ganz. 1,5 Jahren. Also seit sie rausgekommen ist. Wahrscheinlich seit es im Humble Bundle war. Ja, das kann gut sein. Ja, ich habe es noch nicht gespielt und ich würde sie sehr gerne spielen, aber irgendwie habe ich es noch nicht. Ich könnte fast zustimmen, dass es bei mir genauso, also dass ich auch Spyro Reignited Trilogy besitze und das nicht gespielt habe, aber ich habe halt Spyro mal gespielt, deswegen, es zählt nicht ganz. Ich habe davor auch im Laufe meines Lebens irgendwann mal Spyro 1 ein bisschen gespielt, aber auch nie durchgespielt, also es war auch ewig her. Vor einem Jahr dachte ich mir irgendwann, ja, ich glaube, ich würde gerne Spyro durchspielen, da habe ich die 100% geholt. Ich dachte mir, was für ein Spiel. Da habe ich 2 Tage danach im Stream nochmal gespielt, nochmal die 100% geholt. Ich dachte mir, was für ein Spiel. Ich glaube, seit der Zeit habe ich sogar in meiner Steam-Liste als Spiel, was ich demnächst spielen möchte, also ich habe so eine Kategorie quasi. Oh.
Und ich glaube, seitdem du die 100% gespielt hast und davon geschwärmt hast, habe ich die da drin und habe es mir auch jetzt vorgenommen zu spielen, aber irgendwie ist es ja schon ein Jahr her. Es ist halt ein simpler, spaßiger Plattformer einfach. Ich habe in allen Teilen die 100% geholt und ich habe mich so sehr vor dem Ende von Teil 3 gedrückt, falls du dich wundert, in diesem einen Pyramiden- bzw. Mumien-Level, die dumme Rutsche. Ich bin Game Over gegangen und dachte ich mir, okay, ich habe keine Lust mehr, aber ich bin mit allen drei durch soweit. Aber du hast es durchgezogen. Ich habe es durchgezogen, ja. Und zwar dreimal 100%. Yep. Maeve, du solltest Spyro einspielen. Das sollte maximal, selbst wenn du 100% holst, maximal 8 Stunden dauern. Und ich denke, es ist so ein nettes, spaßiges Spiel. Ich habe das Gefühl, ja, so geht es Leuten, die Mario 64 tatsächlich gerne spielen. So wie mir mit Spyro 1. Es ist einfach dieses offene Spiel. Du gehst in Level, du machst, was du machen willst. Und ungezwungen und ohne welche Cutscenes gehst du weiter. Es gibt hier und wieder den einen Boss, den du machen musst. Aber ansonsten kannst du einfach frei in die Welten und alles in deinem eigenen Tempo machen. Okay, und in deiner eigenen Reihenfolge. Pass auf. Ich werde es in den kommenden 14 Tagen spielen. Habe ich mir jetzt vorgenommen. Und jetzt habe ich auch gecallt. Johnny. Was hast du für ein Spiel für uns vorbereitet? Ich muss ein bisschen weiter ausholen, es sind zwei Spiele, weil ich jetzt nicht im Detail über das Spiel reden will, sondern über die Zeit in meinem Leben. Als Kind zum Beispiel oder halt später als Jugendlicher, da habe ich nicht wirklich viele Spiele gekauft, die ich hätte nicht spielen können. Die hat man halt gespielt, weil es war das Einzige, was man hatte. Es gab keinen Grund, ein Spiel zu kaufen und es dann nicht zu spielen. Mhm. Und dann irgendwann war ich halt in der Phase meines Lebens, wo ich mein erstes Geld verdient habe mit Jobben und unibedingt immer sehr in der Nähe von einem Einkaufszentrum mit einem Mediamarkt drin war oder mit einem Spielgeschäft. So ein Mediamarkt. Und war dann da einfach hin und wieder zum Schmökern. So als Kind war das immer so ein magischer Ort. So, oh, hier gibt's die ganzen Spiele, die ich nicht haben kann. Und vielleicht hin und wieder habe ich mal hier dann diesen Moment genossen, wo zu meinem Geburtstag oder so ich mir was ausgesucht habe. Das war immer toll und deswegen war ich dann als Erwachsener in dem Sinne öfter mal da, einfach weil ich das Ambiente genossen habe. Das war zu Wii U-Zeiten ganz zu Anfang, wo ich dann so komische Entscheidungen getroffen habe, was ich jetzt für Spiele kaufe. Ich habe einfach Wii U-Spiele gekauft, weil es war die Konsole, die ich habe. Und so kam es, dass ich mir Batman Arkham City... Ich wollte gerade sagen, was? Batman Arkham City und Assassin's Creed 3, diese dummen Launch-Spiele, bei denen man sich immer gefragt hat, wer hat die überhaupt gekauft? Assassin's Creed 3 habe ich auch gekauft, aber das habe ich... Aber das habe ich gespielt. Batman Arkham City liegt immer noch eingeschweißt in meinem Schrank. Ich kann euch versprechen, das Gameplay, das ihr seht, ist von der PC-Version fürs Protokoll. Und, weil ich wie gesagt zwei Picks habe für diese Runde, sag ich mal, Star Fox Zero habe ich mir auch in demselben Kaufrausch geholt. Ich mochte wohl einfach das Gefühl, ein Spiel zu kaufen. Mittlerweile bin ich da auch abgestumpft. Hast du es gekauft? Ja, weiß nicht, wie eine Person, die einfach überteuerte Schuhe oder so kauft. Das war einfach dieses Gefühl von, oh ja, das nehme ich jetzt mit, jetzt fühle ich mich gut. Aber du hattest ja auch gerade die Konsole ganz frisch, wenn ich das richtig verstanden habe. Star Fox Zero glaube ich nicht mehr. Weil wenn man eine neue Konsole kauft, dann ist man halt auch so ein bisschen euphorisch, was diesen neuen... Na, manchmal hatte ich... Und dann will man auch direkt was haben fürs Regal auch und direkt... Das war bei Batman und Assassin's Creed auf jeden Fall der Fall. Aber bei Star Fox Zero war es, glaube ich, einfach dieses, boah, ich habe wochenlang vielleicht für eine Klausur irgendwie mich gequält oder auf jeden Fall irgendeine Deadline eingehalten oder endlich was bestanden. Und dann habe ich einfach so als Belohnung gedacht, boah, jetzt gehe ich noch Donuts essen, da in diesem Einkaufszentrum. Ja, und dann hole ich mir noch irgendein neues Spiel, vor allem wenn man halt das Geld das erste Mal in seinem Leben so ein bisschen hat. Und dann, der Mann war reich. Halt ein bisschen Geld. Und dann hat man Star Fox Zero eingeschweißt da hinten stehen und denkt sich, vielleicht behalte ich es einfach eingeschweißt. Ich würde dir aber ehrlich gesagt empfehlen, dass du Star Fox Zero mal spielen solltest. Ich habe auch Lust. Und ich meine, es hat das Problem, dass das Wii U Gamepad erzwungen wird, dass die Steuerung irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht ganz zutreffend ist, aber ich fand es prinzipiell, es war ein kurzweiliger Spaß. Du kannst auf jeden Fall für ein, zwei Stunden Spaß damit haben. Ich habe im Stream ja meine Fragezeichenbox mit Schnipseln, mit Spielen draufgeschrieben, wo ich dann auslose manchmal, was ich als nächstes im Stream spielen könnte. Und da ist es auf jeden Fall mit drin. Das heißt, es ist nur dem Schicksal überlassen, ob ich es vielleicht irgendwann mal streame. Und ich habe das halt auch wirklich öfter gemacht. Ich habe auch Need for Speed Most Wanted für die Wii U. Das war echt zu Wii U-Zeiten. Es gibt Need for Speed Most Wanted für die Wii U. Und es ist schrecklich. Okay, dann bin ich damit meinem finalen Titel. Mhm. Dark Souls ist ja von From Software und natürlich ist es nicht das erste Spiel, was sie gemacht haben. Sie haben natürlich auch einige andere Dinge davor gemacht. Am bekanntesten waren sie damals für die Tenchu-Reihe oder auch Armored Core. Ich weiß, welches Spiel du meinst und ich glaube, ich hab's. Du hast Kingsfield 4. Verdammt. Ich dachte, du meinst ein anderes.
Ich dachte, du meinst ein anderes. Ich war dabei, ein bisschen weiter auszuholen. Ich wollte gerade sagen, ja, und die sind es natürlich nicht. Stattdessen hatten sie damals auch ein Franchise, welches auf Ritter mit Schwertern basiert, welches von vielen Leuten als der geistige Vorgänger, was auch immer, von Dark Souls sehr gesehen wird, was natürlich nicht wirklich Sinn ergibt, weil der Director kein bisschen daran mitgearbeitet hat. Aber es gibt gewisse tatsächlich Dinge, die darin vorkommen. In, ich glaube, King's Creed 2 gibt es Thief als einen Boss. Er ist der letzte Boss oder so. Oh, ich meine, es können natürlich trotzdem andere Leute mit daran gewirkt haben und ein bisschen. Ja, das auf jeden Fall. Und zum Beispiel das Moonlight Greatsword gibt es auch in allen Kingsfield-Teilen. Und ich glaube, die ersten zwei oder drei Teile sogar sind auf der PS1. Und wenn ihr jemals dazu Gameplay gesehen habt, wisst ihr, warum ich die nicht spielen will. Es sind einfach First-Person-Dungeon-Crawler auf der PS1. Und man sieht es, man denkt sich, haben Leute zu irgendeinem Zeitpunkt das wirklich gespielt? Ich finde sogar vor allem so Demon's Souls hat sogar noch diesen selben Vibe, wo man mal früher gesagt hätte, so, hat das, spielt sowas jemand? Und dann? First-Person-Dungeon-Crawler, es ist halt mit deinem PS1-Grafik, ist halt schon heutzutage sehr befremdlich. Auf jeden Fall geht man dann natürlich, logische Schlussfolgerung, zum PS2-Teil über, denn PS2-Zeiten, da war das Ganze mit 3D und sowas. Sie hat das Ganze ein bisschen raus und Spiele sind nicht mehr irgendwelche wilden Experimente, sondern man kann sie tatsächlich spielen. Also kam ich zu Kingsfield 4. Unter dunklen, düsteren Himmel führte Sir Salvor seine Männer auf eine Mission in die Ruinen. Die Welt der Dunkelheit verschluckte die Kämpfer spurlos. Ich bekam es super günstig, das ist ein Spiel, das ich gesucht habe. Ich dachte nicht mal, dass ich es überhaupt in absehbarer Zeit bekommen werde. Das ist jetzt auch 4 Monate her. Dann hast du es einfach nicht gespielt. Seitdem hat es sich im Regal eingefunden und da liegt es. Das sieht so seltsam aus. Ich finde, es sieht eigentlich ganz cool aus. Ich sehe direkt Gemeinsamkeit mit Dark Souls, muss ich sagen. Das ist halt die Sache, auf die ich sehr gespannt bin. Deswegen einfach von der Welt her, irgendwie. Und ich sehe auf jeden Fall die Dungeon-Crawler-Herkunft. Ja, die sieht man deutlich. Yeah. Das ist ein halbes... Sache ist halt, es wird halt auch super frustrierend sein, weil ich werde dann einfach sterben und dann sagt das Spiel wahrscheinlich so, lol, mach die letzten 50 Minuten auch einfach nochmal. Und ich werde da jetzt immer denken, oh. Ich meine, prinzipiell niemand von uns hat Kingsfield 1 oder irgendein Kingsfield-Teil gespielt, also... Ich glaube, wir können nicht viel dazu sagen. Ja. Will ich einfach behaupten. Wisst ihr was? Ich habe gerade wirklich Lust darauf, Kingsfield 4 zu spielen. Musst du eh machen, ne? Wenn du freshes Gameplay aufnehmen willst. Ja, ich werde eure Spiele alle spielen müssen für das Gameplay. Ich wollte gerade sagen, es hilft aber wirklich, darüber zu reden, um total das Gefühl zu bekommen von, ja, jetzt muss ich es ja irgendwie mal machen. Und das waren die Spiele, deren Kauf ich bereue. Nein, Moment, Spiele, die wir gekauft haben und nie gespielt haben. Spiele, deren Kauf ich bereue? Das ist das Thema von der nächsten Folge. Yes! Ich habe in mein Textdokument geschaut und ich habe es vorgelesen. Ich dachte mir, ist das von heute gewesen? Sie sind sich sehr ähnlich. Du bist vorgelesen, hast du deine Stimme auch immer langsamer so dabei. Man hat die Unsicherheit gehört. Die Realisierung. Aber ja, nächstes Mal reden wir über Spiele, die wir bereut haben. Das sind Spiele, die wir gespielt haben, aber das ist das. Die Spiele, die heute dran kamen, können noch nicht den Status erreichen, den die anderen haben. Nämlich können wir es noch nicht bereut haben, sie gekauft zu haben, weil wir sie noch nicht gespielt haben und noch nicht enttäuscht wurden. Aber über die Enttäuschungen reden wir beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.